Hier steht. Ja, das ist schon geil. Hast du genug Beinplatz oder soll ich weiter nach vorne? Philipp? Ja. Und los! Einmal Matt, einmal Kinderwagen. Aber wir sind doch zu dritt. Hat er nicht verstanden, ne? Nee, hat er nicht. Dass er nichts kriegt. Ne? Ton an, Ton aus. Ja, Gewehr, ich muss den verwenden. Das können wir während der Fahrt machen. Kannst du schon mal losfahren? Erstmal. Ja, fahr jetzt mal los. Sag mal was. Sag bitte? Mal. Ja, sag mal was. Was denn? Bitte? Sag mal lauter. Lauter? Moin Philipp. Wo fahren wir denn heute hin? Wir haben heute, glaube ich, eine weite Reise vor uns. Heute geht's nach Nettetal. Und da schauen wir uns eine komplette Mercedes-Benz-Sammlung an von 123er und 124er Fahrzeugen. Zwei nehmen wir schon mit. Ja, den Rest gucken wir uns an, um dann zu schauen, ob wir dann noch ein zweites oder drittes Mal hinfahren, um dann wirklich einmal die komplette Sammlung zu kaufen. Müssen absolute Highlights sein, die dort stehen. Also die Autos, die wir heute holen, ist unter anderem 1978er 123er, also direkt die erste Serie mit dem relativ seltenen 280er Vergasermotor in Zypressengrün mit der schönen hellen MBTEX-Ausstattung. Besonderer an dem Auto ist, das ist nun mal, na, wie ist auch runtergefallen? Das warst du, glaube ich, wieder, Philipp. Doch, du bist mit deinem Fuß an, doch, du bist mit dem Fuß ans Kabel gekommen. Die Nummer 1201, wenn ich das richtig habe. Also wirklich einer der allerersten. Und dann ist da noch ein 300er D dabei. Mit knapp über 100.000 Kilometern gelaufen. Klimaanlage. Und was ich noch nie gesehen habe beim 123er, mit Airbag. Und einer nachgerüsteten Niveauregulierung. Autos laut den Fotos und Gutachten wirklich in einem nahezu neuwertigen Zustand, also genau unser Geschäft. Man hat sich ja mittlerweile rauskristallisiert, dass die 123er Baureihe zu unseren Topsellern gehört, die wir schon gar nicht mehr ins Internet stellen, sondern wirklich an alle Interessenten auf der Warteliste verkauft werden. Also für beide Autos, die wir heute holen, der erste Kunde kommt morgen, für den Diesel und für den 280er kommt am Samstag jemand. Also gehe ich davon aus, dass die auch beide relativ, oh, wie weit will er denn noch rüberkommen hier, dass die beide relativ schnell verkauft werden. So Patrick, da wir in der nächsten Blogfolge sind und wir natürlich auch mal so ein bisschen, ja, oder die Leute so ein bisschen wissen wollen, was passiert überhaupt mit den Autos. Meistens werden sie verkauft, Philipp. Wir sind ja ein Autohändler, falls du es noch nicht wusstest. Ja, also wir verschenken die meistens. Aber ne? Was ist denn zum Beispiel mit den letzten beiden? Hast du die verkauft bekommen? Oder? Ja, ob man es glaubt oder nicht, die S-Klasse ist schon weg. Wann waren wir da? Letzte Woche, glaube ich. Oder vorletzte Woche. Die S-Klasse ist schon verkauft worden. Die war einen Tag online. Und die Tage des blauen 124er Coupés, die werden auch gezählt sein. Da kommt diese Woche auch noch ein Kunde für. Ja, also beide sehr, sehr schnell verkauft worden. Wobei der blaue, da haben die, also da stehen die Kunden und Interessenten Schlange. Ich habe dann auch gedacht, oh, da muss der Richtige ja, für kommen, für blau-blau. Aber gerade das ist anscheinend das, was viele Kunden interessant finden. Ich habe jetzt Samstag noch zwei Kunden dafür. Also ich gehe davon aus, dass der auch zum Wochenende verkauft ist. Wir werden auch diese Woche schon wieder hinfahren zu dem Händler und den braunen, das braune Coupé abholen. Das ist jetzt mittlerweile auch fertig, weil ich da auch schon Interessenten für habe. Also wir haben uns jetzt mit dem Händler darauf geeinigt, dass alles, was er an alten Fahrzeugen dort in der Werkstatt hat oder in seiner Ausstellungshalle hat, die repariert jetzt alle einmal durch und dann kaufen wir die alle. Die Ware ist gut, die Qualität der Autos passt, der Preis passt und ja, er braucht den Platz, das ist auch ganz wichtig. Hat ja gesehen, was er da für teure, junge Fahrzeuge stehen hat. Und ja, alles, was älter ist als 30 Jahre, landet dann in den nächsten 2 bis 4 Wochen bei uns. Wobei ich gerade immer noch extrem aufgeregt bin, weil ich mich so sehr auf die Autos freue, die wir uns gleich angucken. Also da muss noch ein 124er Mercedes, glaube ich, bei sein, wenn ich das richtig habe. Noch ein Kombi, noch eine Limousine. Also ich habe dem Händler gesagt, er soll erstmal alles aus dem Internet rausnehmen, was er schon irgendwie inseriert hat und soll uns bitte das Vorkaufsrecht einräumen. Deswegen wird es gleich spannend, ob wir ohne Geld wieder zurückkommen, aber mit einem Haufen von Autos. Mal schauen. Ja, Patrick, wenn das jetzt so gut läuft bei euch, dann könntest du mir ja auch mal ein bisschen Taschengeld hier für die Videos geben, oder?
Ich habe dich überhaupt nicht verstanden, Philipp. Hast du eigentlich an Verpflegung gedacht heute? Ja, ich habe Brötchen mitgebracht. Ja, wie viele denn? Wir sind drei Personen, Philipp. Ja. Hast du gar nichts für dich mitgebracht, oder? Ja. Letztes Mal gab es noch Mettwürste. Mahlzeit. Ich habe aber leider keine Soßmann-Kinderwurst. Ja, dann gibt es leider in Friseute. Dann bin ich da raus. Gibt es keine Soßmann-Schinkenwurst in Friseute? Ja, oh Mann. Also das ist wirklich eine Marktlücke. Vielleicht sollten wir noch mit Soßmann-Schinkenwurst handeln. Also an alle Zuschauer, wenn ihr auf Schinkenwurst steht, Soßmann-Schinkenwurst aus Bramsche. Das Nonplusultra. Oder Andreas? Das sind drei Brötchen. Ja. Er hat schon ganz andere Sorgen gerade. Philipp, das ist extrem intelligent, wenn du nach vorne filmst und dabei meinen Rückspiegel komplett verdeckst. Also wenn wir gleich irgendwo ein Auto von der Autobahn bringen, bist du immer noch im Spiegel. Was machst du denn da? Aber ganz ehrlich, Philipp, schön ist was anderes hier, oder? Wenn man das hier alles angeht, ist auch alles so grau. Guck mal da drüben, wie grau hier alles ist da. Da lobe ich mir doch das Oldenburger Münsterland, oder? Mein Opa hat immer gesagt, das ist bei uns das gelobte Land. Es gibt keine Überschwemmungen, es gibt keine Sturmfluten, es gibt hier eine sehr enge Autobahneinfahrt in dieser Sekunde. Mal gucken, ob wir da durchpassen. Es gibt keine großen Unwetter. Bei uns ist die Welt noch in Ordnung. Hat da, glaube ich, recht. Wenn ich mir das hier so angucke, das ist ja wirklich, also, boah. Wir fahren schön langsam. Nee, das ist egal. Das geht ja keinem was an. Was ist da los? Der Auspuff ist auf jeden Fall, muss das so. Wir wollen das Auto nicht so quälen. Ne? Energie sparen, Sprit ist so teuer, Gas ist so teuer. Philipp, hör auf, die zu filmen. Dann halten wir uns gleich wieder an oder dann haben wir die Scheiße. Nein, sollst du bitte nicht. Nein, hör auf. Moin, hi. Hallo zusammen. Moin. Ich fahre einfach mal vor. Perfekt, ich folge unauffällig. Wir kommen ja in die wildesten Ecken. Ja, sicher, dass das hier Autos verkaufen. Ja, das will ich hoffen. Ansonsten nehmen wir hier gleich noch ein paar Kühe mit. Ja, so ein schönes Flanksteak. Alter. Oh, guck mal, die machen noch Liebe da vorne. Das erinnert doch sehr, sehr stark an zu Hause. Ja, genau, es riecht vor allen Dingen auch so. Ja, ich denke, das ist ja schon wieder unser komplettes Highlight hier. Oh, geil. Ja, müssen wir gleich im Hellen sehen. Aber das ist schon. Welchen willst du denn gleich fahren? Den oder den? Diesel oder Benziner? Diesel. Diesel? Gut. Diesel. Wahnsinn. Wo findet ihr denn solche Dinger, ey? Ja, jetzt wie hier nicht, aber die anderen, die wurden verkauft, die wohnen in Spanien. Ja. Ja. Guck mal, Philipp, wie geil der Motor läuft, oder? Das ist schon. Ja. Ja, Philipp, was hast du? So, mitten im Blumenbeet haben wir es auch noch nicht gehabt, aber. Der ist schon geil. Das war auch ein Spanier, ne? Das war auch Spanier. Ja. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Mein Turmbrett, keine Risse. Ja, dann nehmen wir den mit auf den Trailer. Den nehmen wir auf den Trailer. Der sieht makellos aus. Hatten beide auch schon deutsche Papiere, glaube ich, ne? Ja, deutsche Papiere, TÜV, alles da. Ja. Und wie gesagt, eine Woche vorher hat mich ein Kunde angerufen, dem wollte ich einen 123er Coupé verkaufen. Er sagt, er sucht eigentlich einen grünen 123er mit 280er Motor und heller Innenausstattung. Ich so, ja, wo soll ich so ein Ding herzaubern? Die gibt es nicht mehr, solche Autos. Ja, und dann, jetzt ist er da. Ja, ist aus Alu, ne? Ja. Das haben die sonst aus Plastik. Die Breitbandscheinwerfer haben keine Höhenverstellung. Das machst du hier über diesen Knopf. Und wie gesagt, die Leisten hinten. Da sind so viele kleine Kleinigkeiten an dem Ding. Ja, auch Scheinwerferreinigungsanlage. Ja. Siehst du auch so gut wie gar nicht. Und ich finde die Farbe einfach. Der ist genau so stimmig von der Farbe her. Also das ist schon ein richtig, richtig schickes Ding. Barockfelgen drauf. Auch ein Spanier? Das ist auch ein Spanier. Die Papiere sind immer noch in der Mache. Der hat mal hinten einen Treffer gehabt. Der ist schon mal getauscht worden. Ansonsten eigentlich. Der läuft sehr schön. Was muss so einer bringen? Gute Frage, nächste Frage. Na, ich mache eigentlich nur Autos bis 200.000, jetzt, aber das ist beim Diesel eigentlich relativ im Verkauf auch schon wieder scheißegal und das Ding ist selten. Der Klima, ne, das ist natürlich der Vorteil. Ne? Und das ist wirklich, relativ sauber. Können wir den mal anschmeißen? Ja, aber das ist erst hier raus. Ja. Ja. Patrick, im Kaufrausch, oder? Ja, der. Und der 124er, der gerade rausgefahren ist, da bin ich auch ganz heiß drauf. Genau, da kannst du mal vielleicht kurz erklären, du hast schon welche vorher gekauft. Ja, genau. Einmal den 300er Diesel und den. Das Sound ist geil, oder? Oh, ist das geil. Das ist natürlich unser absoluter Topseller, 123er mit dem 300er Dieselmotor. Ist einmal komplett neu lackiert worden und schön mit den schwarzen MB-Tech sitzen.
Vor allem, wenn du dir mal den Zustand anguckst. Das ist wirklich alles, alles Pico. Und das, was wir vorhin hatten, mit Airbag und Klimaanlage. 118.000 Kilometer gelaufen. Ein paar Masken gibt es noch dabei. Elektrische Fensterheber. Ja. Das haben wir, das können wir mal eben, das ist ja wieder unser Running Gag. Einer, zwei. Wir haben Lauf, Philipp, wir haben Lauf. Vier, das ist das erste Mal. In wie vielen Folgen? 25, 30? Dass alle elektrischen Fenster immer funktionieren. Das Einzige, was wir machen müssen, ist das Türfangband. Bis jetzt. Doch, handgeschaltet, mit Airbag. So habe ich den auch noch nie, gesehen. Mit Scheinwerferreinigungsanlage. Der hatte auch, glaube ich, die Niveauregulierung nachgerüstet. Oder war der das? Einer von beiden stand drin, war irgendwas mit nachgerüsteter Niveauregulierung. Was wir bei dem noch mal kurz zeigen müssen, Philipp, das ist die Nummer 1426 der jemals gebauten 123er. Und dann auch noch in so einem Zustand, 280er Vergaser mit der hellen MBTEX-Ausstattung, ist quasi auch fast ein einzigartiges Fahrzeug. Also die beiden haben wir schon gekauft. Den gucken wir uns noch an, dann gucken wir uns noch den 124er an. Und wenn wir Glück haben, noch mal ein paar andere Autos. Aber das ist schon, ja, das ist schon richtig gut, was wir hier haben. Hier ist ein bisschen was, aber das ist auch nicht hier. Da sieht man auch hinten die... Ja, passt nicht hundertprozentig, ne? Nee, nicht. Ja, hier, die Heckklappe sitzt nicht ganz richtig. Der hat da hinten einen Schuss, hat er gesagt, glaube ich, ne? Ich schätze mal, dass er hier einen gehabt hat, weil hier sitzt er nicht. Hier nicht ganz richtig sitzt. Aber als 300er Weg findest du die eigentlich auch gar nicht mehr, ne? Privatfahrt, ja. Auch mit der großen Maschine, 147 PS. Ja. Spanier. Mit Lederausstattung, aber unverkäuflich. Ja. Wenn er dann doch mal verkauft werden soll, jetzt habt ihr ja meine Nummer. Geht der 124er, der ist schon modern, trotzdem, den kannst du im Alltag fahren. Ja. 123er, Ja, ist noch halt ein richtiger Oldtimer. Ja, genau. Und das ist schon ein absolut Alltags. Ja, gerade auch wenn er Klimaanlage hat, ne? Ja. Also ja. Ist das schon ein ganz anderer Schnack. Der letzte wahre Benz, wie hieß es so schön beim 124er, ja, ne? Wenn die nicht alle weggegammelt werden. Aber da ist ja bei den Spaniern wieder der Riesenvorteil, dass du da eigentlich keine großartigen Rostprobleme hast. Also ich bin öfter auf Mallorca, da habe ich so eine mobile Ankaufsstation. Die Autos sind teilweise vom Lack eine komplette Katastrophe, weil die da ja auch mit umgehen wie gar nichts. Aber die Substanz bei den Autos ist halt immer. Ich bin am 190er Diesel dran. Ist ein 88er Baujahr. Der hat original 13.000 Kilometer gelaufen. Der Opa müsste jetzt auch knapp über 80 Jahre alt sein, ist ein Resident, also der ist quasi mein Nachbar in der Nachbarwohnung, aber der will das Ding noch nicht so richtig verkaufen. Aber da kannst du eigentlich jeden Preis dran schreiben an so ein Auto mit der Laufleistung und vor allen Dingen ist die belegbar. Ja, ich bin gleich mal gespannt. Hast du gesehen, wo er den 124er Kombi hingefahren hat? Nee. Ja, auf den bin ich richtig heiß wie Frittenfett. Oh, ich liebe diesen Sound. Oh. Ja, hier Philipp, haben wir es, was wir in der letzten Folge mal gesagt haben, ne? Wenn diese Bretter so ganz leicht... So ganz leicht reißen. Aber dafür hat das Armaturenbrett keine Risse. Hat eine Klimaanlage, Automatik, Schiebedach hat er nicht. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Hat auch schon einiges neu gemacht, ne? Ein Filter, ein Schläuchen, Domlager. Altes oder neues Gas? Wo steht denn der 124er Kombi, den du gerade rausgefahren hast? Der stand hier. Der steht auch zur Disposition. Sind die 8 fix oder. Ja, ich guck mal den anderen an, vielleicht kann man da noch wieder ein Paket schnüren. 92. Wann genau 92? Ist auch eigentlich ein 7-Sitzer. Ja. Da musst du aufpassen, der hat 10 Jahre gestanden. Und ich glaube, nee, das Polster hier ist leider kaputt. Siehst du? Ja. Herr Philipp, das kannst du auch noch mal, können wir noch mal zeigen. 7-Sitzer, das war früher für die Kinder immer so ein Highlight. Wenn du dann den Gegensatz der Fahrtrichtung hinten rausgeguckt hast. Müsstest du auch noch kennen, oder? Ist doch deine Generation, oder nicht? Oder bist du dafür zu jung? Ich? Nee, ja? Ich bin dafür zu jung. Ja. Ja, weiß gar nicht, wovon wir reden hier, oder? Mit der Standheizung? Ja. Geil. Da ist aber die Dosierpumpe am Tank kaputt. Schade, kein Checkheft mehr da, ne? Ach doch, da. Nee, belgisches Auto. Ist aber in Deutschland ausgeliefert worden. Ich finde den Sound ja einfach geil, ne? Wo liegt der? Also eigentlich habe ich da einen neuen dran stehen. Wie lange hat er noch TÜV oder kriegt er dann auch noch einen neuen TÜV? Er kriegt neue TÜV und auch die Haarabnahme direkt holen. Ja. Den will ich haben. Ja, den will ich haben. Der muss zu uns. Den will ich vielleicht sogar selber fahren. Doch, den will ich haben. Du hast ja eine Spedition, ne? Was ist denn jetzt mein Kurs? Ist ja schon Nummer 3 und ich schätze mal Nummer 4, 5, 6, 7, 8. Wir müssen ja bestimmt auch langfristig mal einig, wenn du alles auflösen willst. Mit TÜV AU und den einmal zu.
zu mir liefern. Wie kommen wir da? Dann fahre ich hier selber zu dir. Ja. Und dann mit Zug zurück oder willst du noch was kaufen zum Zurückfahren? Nee. Ich habe einen schönen 123er, 280er Vergaser. Der wird hier perfekt hinpassen. Oder 3 Liter Diesel. Ja, oder so. Kannst du auch. Ja, kannst du haben. Also ich muss eine 8 irgendwie stehen haben. Bei ihm? Ja. Vorne. Ja, 8.999 Euro. Ja, ja. Aha, jetzt machen wir es doch wieder wie auf, bei der Auto-Oase in Hamburg am Hafen. Genau, das wollen wir nicht. Wir wollen es ja seriös machen. Ne? Nein, ich will auch nicht mit dir hinschachen. Wenn du jetzt sagst, so, das ist deine Schmerzgrenze, dann... Also bei ihm weiß ich, ich krieg die Kohle, auf jeden Fall. Ja. Nicht nur, weil wir jetzt ne, den einen Deal schon gemacht haben. 2 Deal. Ja. Ja, das ist für mich 8-8. Ja. Gut, dann nehmen wir den auch mit. Ja, ja. Mit TÜV und H und bringen. Kommt jetzt auf den Tag nicht drauf an, reicht, wenn der Montag da ist. Ja, so muss ein Mercedes riechen, ne? Für mich muss ein Auto nicht so riechen. Ja, du hast ja auch keine Ahnung mit deinem Jahreswagen Golf 7 GTI. Das sind Leute mit Geld, das sind Medienproducer. Genau. Und unser Eins muss sich hier mit Altmetall rumschlagen. Ah, der Wagen ist schon richtig geil. Der ist schon richtig geil. Andreas wird wahrscheinlich wieder... Oh, direkt erstmal aus, da will er sich auch aufregen. Aber das ist so ein Auto, Standheizung, gut, geht jetzt nicht, ist egal, aber Klimaanlage und was richtig heftig ist, 300er Turbodiesel, die Dinger findest du gar nicht. Er weiß, was er hat, er macht jetzt TÜV neu, er macht die Hartzulassung, so, und dann ist die Messe eigentlich für uns gelesen. Wir müssen einmal eine vernünftige Aufbereitung machen. So, er hat am Motor schon einiges machen lassen, Stoß, einfach Bremse, das Auto ist quasi fertig für uns. Also das ist ein Kontakt. Und er hat gerade gesagt, 124er Cabrio. Da muss ich jetzt aufpassen. Da wurden deine Augen groß. Ja, ey, Philipp, das ist ein Auto. Das ist aktuell wie die blaue Mauritius. Das ist richtig, richtig schwer, sowas Gutes zu finden. Schon nicht mehr schön. Auch da oben. Oh Mann, ich will das alles haben, was du hier hast, ey. Boah, die oben will ich auch haben. Wenn du jetzt sagst, das ist ein Grill, dann... Hast du das Ding bei eBay Kleinanzeigen drin? Leckt mich am Arsch. Aber nicht hier. Das meine ich. Das Ding habe ich schon. Aber das hast du ewig drin, ne? Für 2 Riesen? Ja, das Ding habe ich. Ich habe jetzt. Hey, das wäre richtig gut für den neuen Standort. Das wäre richtig also. Geil, ja. Aber das ist für den. War nämlich jetzt in der Kundenecke. Ich habe so alte, antike Möbel. Und jetzt habe ich so eine Tapete drucken lassen, wo du in so eine alte Industrielle reinguckst. Da kommt jetzt auch ein Flachbildschirm drauf. Das Ding habe ich gesehen. Eigentlich will ich das haben. Aber das ist mir zu flach. Ich muss den quasi weiter. Ich müsste das weiter oben haben. Scheiße. Ah, Philipp. Guck mal, so klein ist die Welt. Da habe ich mit Andreas letztens, keine Ahnung, irgendwann nachts um 3:30 mit 3 Atü auf dem Kessel. So, ich will das Ding haben. Nee, das passt nicht an die Wand. Sind die da oben zur Disposition? Das ist auch so ein Ding, das kann ja nichts. Das kann einfach nur geil aussehen an der Wand. Ne? Ja, dafür ist das. Die willst du doch nicht abheben. Die ist doch heilig, oder nicht? Und die ist unheilig? Die ist unheilig. Die kannst du haben. Ja? Ja. Der hat eine Gasanlage, ne? Ne, dann bin ich da raus, da. Ne, ja, auf gar keinen Fall. Auch als 230er, ich habe selber jetzt noch 2, 3, 4, irgendwo habe ich noch einen 5. Ich glaube, der steht auch noch in A-Haus, der muss da auch noch weg. Die tun sich alle ein bisschen schwer. Mit Gasanlagen, da stehe ich sowieso auf Kriegsfuß. So ein Ding kann ich wirklich nur günstig über den Preis. Okay, der hat eine Klimaanlage. Gut, so eben sind die Chancen wieder gestiegen. Das hat ja gelaufen, weißt du das? Warte. 310, Heidewitzka. Ja. Ja, aber kann ich den nicht, weil ich muss ja für die Autos noch meinen Kopf hinhalten. Ja, ne? Deswegen beim Diesel habe ich da gar keine Bauchschmerzen mit. Wie ist das denn mit Ersatzteilen? Hast du da auch Interesse? Das geht. Ja, also je nachdem, was du da so. Ich habe schon mal geguckt, was du jetzt gerade aktuell hast, aber nichts Passendes. Komm mal mit. Ja, wenn du sagst, ihr verkauft unheimlich 423. Ja. Das meiste hiervon ist 423. Ja. Das Ding ist, ich darf es gar nicht sagen, aber wir haben jetzt ein einziges Mal wieder komplett fertig gemacht. Die anderen. Ich achte auch mal schon extrem drauf, was ich da einkaufe. Die sind schon richtig, richtig gut. Ja, gerade bei dem Ding da, wie gesagt, ich habe jetzt einen blauen fertig gemacht. Mal gucken, was hier sonst noch so auf. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt so auf dem ersten Blick. Mal eben kleinen Überblick verschaffen. Was du mittlerweile für so eine verfluchte Radkappe bezahlst. Das ist, ja, ich habe hiervon habe ich gefühlt. Also wenn du die jetzt loswerden willst, nehme ich die mit, bevor du da. Wenn du 4 haben möchtest, ja, komm, dann nehme ich die gleich. Danke. Die Radios tun es alle noch, oder? Zum Teil, ich weiß es aber nicht auf den Kopf. Nee, Strich 8 bleibt das andere Radio drin. Das ist ein Hochzeitsauto, da kommt. Oh, für Leute wie mich ist das hier ganz, ganz schlimm, hier jetzt zu sein, weil ich dann gleich wieder, ich treffe dann wieder keine rationale Entscheidung, sondern kaufe den ganzen Scheiß immer und dann weiß ich nicht, wenn der dann irgendwann mal zur Disposition stehen sollte, sag dir mal bitte Bescheid.
Ja, aber da geht, der muss ja einmal komplett restauriert werden, ne? Passt der Kilometerstand? Nee, ne? Nee, aber da geht zu viel, den, weil ich momentan keine Restauration einkaufe. Wir haben, nee, gar nicht. Also ich mache auch, nee, gar nicht. Nein. Und wenn du das so ein Ding in Teile hinterher verschrubbst, da, so Getriebe, Motor, Radio, Klimaanlage, das Ding ist in Teilen schon richtig, richtig Kohle wert. Nee, aber da habe ich auch keinen für. Da würde bei mir rumstehen und würde da vor sich hingammeln. Ja, und so sammelt sich der ganze Scheiß zusammen. Man fängt mal hier was an hinzustellen und da was an hinzustellen. Und jetzt beim Halle umräumen, die ersten Sachen schon ins neue Auto rübergebracht, habe ich auch schon wieder 1000 Kartons da gefunden mit irgendwelchen. So, oh, da habe ich noch Scheinwerfer, da habe ich noch Radkappen, da habe ich noch ein Radio, hier habe ich ein Lenkrad, hier habe ich Schaltknüppel und Achsen und alles, was man hier kommt, kann man alles mal mitnehmen. Das braucht man bestimmt alles irgendwann, dann liegt es in der Ecke und du packst es nie wieder an. Ja, Patrick, erstmal hier mit deiner langen Hose, das war heute auch nicht die richtige Entscheidung. Nee, irgendwie nicht so richtig. Aber gut, jetzt sitzt er wieder im klimatisierten Auto. Ich bin auch noch völlig geflasht. Was ist mit dem Navi los? Wieso zeigt das nicht an, in welche Richtung wir müssen? Philipp, was soll das schon wieder? Guck mal, wo wir hier sind. Ja, auf einer Straße. So. Ja, jetzt hast du richtig zugeschlagen heute, wa? Ja, also das war ganz, ganz großes Kiel. Super sympathischer Typ. Auch sein Partner oder sein Kollege. Richtig Ahnung von der Baureihe. Aber wie man sieht, er hat das gleiche Syndrom wie wir. Man kauft Teile, kann man immer noch mal alles gebrauchen, legt man sich zur Seite und dann kommen da hallenweise und containerweise Ersatzteile bei rum. Ich habe mich gerade richtig erschreckt, aber das Auto haben wir auf dem Anhänger. Das könnt ihr, also ich habe gedacht, warum ist das Auto so nah? Nein, aber der 300er Diesel, absolut Bombe. Der 280er auch ein richtig geiles Auto und der 300er Diesel, den wir gekauft haben, den er uns jetzt auch liefert mit neuem TÜV und Hartzulassung als Siebensitzer, auch ein richtig cooles Teil. Klimaanlage, da kannst du eigentlich nicht viel mit verkehrt machen. Und 260.000 Kilometer gelaufen, ist völlig egal für den Motor, da ist er gerade mal eingefahren. Also die machen ja in Afrika da Millionen mit den Autos an Kilometern. Also ich bin extrem, extrem zufrieden und ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht zum letzten Mal da sind. Ja, war noch bis hierhin schon mal ein erfolgreicher Tag. Ja. Ja, bis auf meinen Magen, der meldet sich gerade irgendwie. Hast du Hunger? Ja. Heute können wir nicht zu Kaliber, ne? Ja, nee. Eigentlich müssen die uns schon mal ein Mittagessen eigentlich sponsern, so oft wie wir zu Kaliber gehen. Und jetzt bin ich voll über eine rote Ampel gefahren. Wir müssen eigentlich noch eben Gas nachtanken und dann machen wir eben eine kurze Pause. Aber war auch das Ambiente erst an dem Kuhstall vorbei, durchs Blumenbeet, da habe ich ja was erwartet uns denn jetzt hier. Aber da sieht man mal, wo die Autos alle versteckt immer rumstehen. Also man glaubt das gar nicht. Man glaubt mir das ja auch gar nicht, dass ich wirklich vor irgendwelchen Bauernhöfen manchmal stehe und klingel und gucke, so haben sie hier noch was irgendwie in ihren Scheunen, alten Mercedes zu verkaufen oder sowas, immer die Augen offen halten. Unter normalen Umständen kommst du ja an solche Fahrzeuge gar nicht. Da wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt ganz langsam anfahren und er jetzt nicht aufguckt, wenn wir losfahren. Lalala, schön. So. Das ist aber echt schlimm. Ah, er dreht sich um. Er dreht sich um. Ist ja auch eine schöne Folge, ne? Ja. Stillgelegt. Jetzt gibt's was zu essen, ja. Willst du auch was? Ich verstehe die Frage nicht. Unter Freunden bezahlt man sich das mal, ne? Ja. Philipp, gib mal einen Euro, ich muss pinkeln. Gib jetzt her. Das wird rausgeschnitten, hast du mich verstanden? Ja. Ja, nee, hat mir gerade jemand, wollte meine Autos verkaufen. Ist echt? Ja, er kommt gleich aus dem Klo. Ja. Ist wirklich? Ja. So, was wollen wir denn essen? Patrick, was ist los hier? Keine Drehgenehmigung oder? Ja, unglaublich. Ja, gleich wieder angepöbelt worden wegen dir. Ja. Du bist dafür zuständig. Ich habe wieder jemand ultra wichtig gefühlt. Ich dürfte nicht drehen. Mach die Kamera aus. Hast du das mitgekriegt mit dem, Typen, der mich auf dem Klo angesprochen hat, wegen dem Käfer auf meinem Rücken? Der, oh, macht ihr auch Ersatzteile? Ich so, alles, was du möchtest. Ja, ich habe auch noch zwei Autos zu verkaufen. Gib mir mal eine Karte. Ich so, ich habe gerade keine Hand frei. Also das war schon eine etwas unangenehme Nähe gerade. Mensch, jetzt habe ich es nicht auf Kamera, wie du mir ein Essen ausgegeben hast. Ja, siehst du? Bei McDonald's. Bei McDonald's. Habe ich mich nicht lumpen lassen. Junge. Beim nächsten Mal bitte wieder... Bist du dran? Was Anständiges. Jetzt mal, wieso muss ich eigentlich jedes Mal bezahlen? Ja, würde mich schon nicht bezahlen. Ach, ja. Sag was, Philipp.
Los, sag was. Ich muss was sagen. Wir sind am Ende des Videos, Patrick. Wir sind am Ende des Videos, Philipp. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe auch, dass euch diese Folge gut gefallen hat. Waren wirklich zwei ganz besondere Fahrzeuge. Einer kommt noch. Ich denke, dass noch zwei, drei weitere von dem, ja, von dem Kollegen dort folgen werden. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt das Video, liked das Video, drückt die Glocke. Ich hab's beim ersten Mal, Philipp. Abonniert uns. Lasst uns ein Like da bei Facebook, folgt uns bei Insta. Ja, wir werden jetzt diesen YouTube-Channel weiter massiv ausbauen. Wir werden versuchen, langfristig jede Woche euch mit ein paar Videos zu versorgen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.